Ja, zur praktischen Umsetzung. Vielen Dank an das Team von LSZ, dass wir das ermöglichen konnten. Mein Name ist Helga Pattert, ich bin von der WU Executive Academy, leite dort den Bereich Executive Education. Und bei mir ist auch das spannende Lehrgangsprogramm Data Science und deswegen natürlich aufgelegt, dass wir zu diesem Topic auch sprechen. Ich bin heute live im Kinderzimmer meines Sohnes. Ich hoffe, das nächste Mal auch wieder live aus unserem Hörsaal am Campus streamen zu können. Aber noch sind die Tore nicht geöffnet. Ab 1. Juli ist es soweit, ab morgen. Und dann hoffe ich natürlich auch Sie irgendwann mal live zu sehen. Bis dahin, ja, gerne auch online, heute in unserer eben spannenden Diskussion zum Thema Data Science. Aber ich bin nicht alleine da. Ich habe fünf spannende Panelists bei mir, die ich Ihnen gerne vorstellen würde. Zuallererst Kurt Buchleitner. Er ist Head of Business Intelligence der Euroform Group. Dann Ronald Hochreiter. Er ist Forscher an der WU, auch zu den Themen Artificial Intelligence, Fintech und Digitalisierung. Und er ist Co-Lehrgangsleiter in unserem Lehrgang Data Science an der WU Executive Academy. Herzlich willkommen. Als nächsten möchte ich vorstellen Alin Kalam. Er ist Hallo Ronald, jetzt kann man dich auch sehen. Als nächsten möchte ich vorstellen Alin Kalam. Er ist zuständig für das Thema Strategic Business Intelligence und Analytics, ist dort im Lead bei der Lufthansa Group und Austrian Airlines und ist wissenschaftlicher Koordinator bei Talent Garden. Herzlich willkommen. Als nächstes möchte ich ankündigen Martina Paul. Sie ist Bereichsleiterin Software Operations bei der IT Service GmbH, der Sozialversicherungs GmbH. Herzlich willkommen. Und ich darf verraten, Absolventin unseres Data Science Lehrgangs. Vielleicht hat sie dann ein paar Insights für uns. Und last but not least, Günther Puchner. Er ist Program Manager Artificial Intelligence und Teamlead bei XXL Digital. Das ist Teil der XXLutz KG. Herzlich willkommen. Willkommen, dass Sie da sind. Und vielleicht starten wir gleich mit unserer ersten Frage. Wir haben ja der Titel unserer Diskussion ist ja heute Data Science in der Praxis vom Buzzword zur praktischen Umsetzung. Ronald, was steckt denn hinter dem Buzzword Data Science? Kannst du uns eine Definition geben? Womit haben wir es eigentlich zu tun? Ja, schwierig, schwierig, aber ich habe zum Beispiel in meinen Einführungsfolien zwei Definitionen, die, glaube ich, sehr gut an das Thema heranführen. Die erste Definition auf Englisch, weil das Übersetzen ist ein bisschen holprig, ist Data Scientist is a professional who uses scientific methods to liberate and create meaning from raw data. Ich glaube, da steckt schon sehr viel drinnen. Vor allem, was für mich sehr wichtig ist, das uses scientific methods. Das heißt, man bezeichnet sich doch sehr oft als Scientist, obwohl man sozusagen ein Anwender, eine Anwenderin der Methoden ist. Und es geht darum, dieses, was besonders am Anfang dieses dritten AI-Hypes, beziehungsweise jetzt Data Science-Hypes war, sozusagen aus den großen Datenmengen einen Sinn zu geben. Das ist teilweise ein bisschen in einem Business-Kontext schwierig geworden, weil man zu sehr versucht hat, eine Bedeutung den Daten sozusagen zuzuweisen und schon ein bisschen vom eigentlichen Business-Core abgekommen ist, aber dazu noch später. Und die zweite Definition, ich glaube, das ist eine, also es ist meine Lieblingsdefinition, die eigentlich auch sehr viel, also wenn man darüber nachdenkt, sie klingt teilweise originell, aber die tut sehr viel der Sache Gutes. Data Scientist is a person who's better at statistics than any software engineer and better at software engineering than any statistician. Also es geht jetzt tatsächlich darum, dieses sowohl Informatik als auch Statistik zu verstehen. Das Dumme jetzt und Unangenehme jetzt in dem Data Science Kontext ist, das jetzt auch noch in den entsprechenden Business Kontext zu setzen. Da ist dann tatsächlich noch der dritte wesentliche Punkt, der jetzt von JP Morgan sozusagen schon 2017 erkannt wurde, wo die Leute gesagt haben, es ist eigentlich so viel einfacher, ihren Domain-Experten Data Science beizubringen, als den Data Scientist Domain. Da auch ein bisschen
schon andeuten lässt, dass eigentlich dieses das Data Science sozusagen die Königsdisziplin ist für jemanden, der sozusagen die Domain wirklich gut verstanden hat. Mhm. Und das letzte ist natürlich auch ein bisschen, dass im Zuge dieses Data Science dritte Welle Hype schon ein bisschen sehr viel vergessen wurde, was früher schon entwickelt wurde. Sei es im Bereich Data Mining zum Beispiel. Wenn man sich das CRISP-DM-Modell aus 2000 ansieht, dann sieht man sehr viele Dinge, die jetzt sozusagen neu entdeckt worden sind. Also sehr viele neue Entdeckungen des Rades. Aber grundsätzlich geht es darum, dieses Data Mining noch auf eine neue Ebene zu heben, aufgrund der großen Datenmenge, die heutzutage da sind. Mhm. Vielen Dank für die kurze Intro. Herr Buchleitner, würden Sie das auch so sehen? Data Science als Königsdisziplin, wo eigentlich schon ganz viel da ist? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja selber vor 2 Jahren das Vergnügen, beim Professor Hochreiter auch an der WU Executive Academy den Short-Lehrgang Data Science zu machen, weil ich bin ja schon über 15 Jahre, fast 20 Jahre im analytischen Bereich tätig. Und ja, plötzlich war der Begriff so präsent. Plötzlich trug jeder den Titel Data Scientist. Ich kam ja aus einem amerikanischen Konzern ursprünglich. Und man hat sich gefragt, was ist da los? Was ist das? Das ist auch der Grund, warum ich dann noch einmal in den akademischen Bereich zu Ihnen gekommen bin, um mich zu vergewissern, was ist denn da wirklich auch konzeptionell dahinter. Das Passwort war sicher, jeder wollte dabei sein. Was mir aber besonders gut gefällt, ist, was der Professor Hochreiter gesagt hat, diese wissenschaftliche Vorgehensweise. Also gerade im Rahmen von Big Data und wo die Systeme und Daten wieder so wichtig geworden sind, wo jedes Data Science Projekt wirklich bis zu 80% der Ressourcen braucht, um mit den Daten zu arbeiten. Da war es wirklich notwendig, hier diese Rigorosität, diese Disziplin der wissenschaftlichen Methode reinzubringen, um wirklich erfolgreich zu sein. Und das kann ich aus der Praxis definitiv bestätigen. Vielen Dank. Frau Paul, vielleicht, was ist Ihre Definition? Oder wenn Sie jemand fragt im Unternehmen, was ist Data Science, was sagen Sie dann? Ich würde mich dem sehr deskriptiv nähern, also eigentlich eher der zweiten Definition von Herrn Hochreiter, weil ich halte Data Science trotzdem, hier steht Data Science from Buzzword to Practice, halte ich immer noch für ein Buzzword, wo es wenig gemeinsames Verständnis darüber gibt. Darum nähern wir uns ja auch über so viele unterschiedliche Wege, Kontexte und Beschreibungen an. Also meine Beschreibung davon wäre, was würde ich mir erwarten von jemandem, der Data Scientist ist? Er braucht diese Person braucht ein sehr hohes Domänen-Know-how. Wenn die Person kein Domänen-Know-how hat, werden für sie die Daten weiter weißes Rauschen bleiben. Wir brauchen statistisches Know-how. Wenn wir das nicht haben, werden die Daten weißes Rauschen bleiben. Wir brauchen Engineering Informatics Know-how, sonst werden die Daten weißes Rauschen bleiben, wenn wir das nicht haben. Wir brauchen gerade, wenn wir Data Science, zum Beispiel Artificial Intelligence Technologien anwenden, brauchen wir auch da ein Domänen-Know-how, das uns vielleicht vorher gar nicht klar war, zum Beispiel linguistisches Know-how, linguistisch-semantisches Know-how, das weit über das Statistische hinausgeht und weit über ein klassisches Domänen-Know-how. Das wäre das wahrscheinlich, was Herr Hochreiter als die Business-Anwendung auch vielleicht mitzeigt. Also wir brauchen, also aus meiner Sicht, also wir haben ja auch, ich habe ja auch diesen Data Science Lehrgang für Decision Makers gemacht und das war in unserer ersten Aufgabenstellungen. Das heißt für Sie Data Science. Und aus meiner Sicht geht es darum, um eine bestimmte Form durchaus auch von Verknüpfung von Business und Engineering bzw. Mathematical Literacy. Also die Verknüpfung davon, dass Menschen durchaus ein hohes Domänen noch an ihrem Business haben, auch imstande sind zu verstehen, was sie mit sehr heterogenen, unterschiedlichen Datenmengen machen können. Also es ist eine Verknüpfung aus technologischem, technischem Know-how und Business-Know-how. Das und natürlich
dem und sich dem Ganzen annähernd über wissenschaftliche Methoden, die statistisch sein können, aber auch die vor allem statistisch sein können, aber nicht nur. Es können durchaus auch, wir brauchen zum Beispiel in unseren Projekten auch zum Beispiel. Ja. Mhm. Danke. Verbindung gut, weil ich höre nämlich ein Echo. Verbindung gut, weil ich höre nämlich ein Echo. Okay. Wir versuchen das gleich zu lösen. Herr Kalam, vielleicht zum Abschluss der Runde. Herr Buchner kann leider aus technischen Gründen nicht dabei sein. Was ist für Sie Data Science? Und Frau Paul hat, finde ich, gerade den Wunderwuzi beschrieben, der alles kann. Ist das so? Ja, also das Gute daran ist, wenn man am Ende drankommt, kann man alles zusammenfassen. Das heißt für mich, alles, was bis jetzt gesagt wurde als Definition, ist, trifft absolut zu. Aber wenn ich das zusammenfasse, ist für mich eigentlich als Experte Data Science nichts anderes als eine angewandte, interdisziplinäre Wissenschaftsform, um einfach Wissen aus den Daten zu generieren. So, das ist die kurze Zusammenfassung, die ja eben diese Praxisnähe auch beschreibt. Und genau deshalb ist Data Science nicht Wissenschaft pur, sondern es ist wirklich eine abgeformte, abgewandte Wissenschaft aus der Praxis, mit der man arbeiten kann. So, in Wahrheit ging es nach mir oder nach meiner Betrachtungsweise, beschäftige ich mich sehr wenig mit der Rolle des Data Scientisten. Also wir hören halt, der muss das können, Heilige Gral oder Unicorn, was auch immer. Aber für mich ist Data Science eher ein Ökosystem. Sprich, ein Ökosystem, welches mehrere Dinge in sich tragen muss. Ja. Es muss auf alle Fälle eben Datenanalysefähigkeiten vorhanden sein, bis zu einem gewissen Level. Es muss die erweiternden Komponenten drinnen sein, wie eben Advanced Analytics, also Data Science, Data Mining und so weiter, die angesprochen worden sind. Es ist ein Architekturthema letzten Endes, denn wir spielen nicht mehr nach einigen Jahren. Ich würde sagen, circa 10 Jahren des Spielens sind wir jetzt in einem Modus, wo wir uns mehr auskennen. Das heißt, es ist nicht mehr ein Buzzword im klassischen Sinne, dass ich nur in stillen Kämmerchen Data Science machen kann, sondern ich muss wirklich an ein Ökosystem denken, damit ich daraus was gewinnen und machen kann. Das heißt, für mich ist es eine holistische Betrachtungsweise, also Architektur ist ein Thema und dann ein ganz, ganz großes Thema Datenqualität, Data Governance und so weiter, weil ohne diese Komponenten kann ich auch nicht draus machen. Und das würde ich halt zusammenfassen unter Data-Driven Culture, was auch angesprochen wurde. Also ein Ökosystem von gewissen Dingen, denn wir haben ja mehr und mehr auch Automatisierungen im Data Science-Bereich, wenn ich automell Lösungen hernehme. Deshalb ist es nicht mehr so personenbezogen, sondern vielmehr eher technologiegetrieben. Sehr wohl personenzentrisch, aber trotzdem letzten Endes technologiegetrieben. Ja, genau. Vielen Dank. Vielleicht kurz ein Hinweis an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie können gerne jederzeit im Chat oder auch in der Box Fragen stellen. Ich versuche, diese dann in unsere Diskussion einzubauen und gehe gleich zur nächsten Frage an Sie, liebe Experten. Bartha Drexler? Ja. Ja, Buchner hier. Es dürfte jetzt funktioniert haben, wenn auch telefonisch. Grüß Sie, Entschuldigung für die Unterbrechung. Kein Problem, Herr Buchner. Ich hoffe, Sie können auch von allen gehört werden. Wir gehen gerade in unsere zweite Fragerunde und die stelle ich dann gleich auch an Sie, Herr Buchner. Die Frage, ist Data Science für jedes Unternehmen relevant? Weil heute ist ja das Thema, dass wir vom Buzzword zur praktischen Umsetzung kommen. Also würden wir uns jetzt gerne anschauen, was es relevant macht für Unternehmen und ob es das ist. Also aus meiner Sicht ist es definitiv für Unternehmen jeder Größe relevant. Warum? Ich denke, dass es da oft ein bisschen dieses Missverständnis gibt, dass Data Science immer automatisch Big Data voraussetzt. Das sehe ich nicht so. Und das ist jetzt das Schöne, Data Science, das haben ja die vorherigen Redner, die Kollegen auch schon umfassend besprochen, dass es interdisziplinär ist. Es gibt viele Faktoren. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, mit Daten, die jetzt nicht unbedingt in der Menge und der Geschwindigkeit quasi Big Data entsprechen, auch hier Methoden einzusetzen, um aus Daten einen Mehrwert zu generieren. Mhm. Und um das Ganze sozusagen zu summieren, bietet es wirklich auch für Unternehmen aller Größe Vorteile. Man muss sich nur darauf einlassen. Sehen die anderen das auch so, Herr Kalam?
Ja, absolut, absolut. Vielleicht als Ergänzung dazu, ich würde sogar ein Stück weitergehen und sagen, Data Science ist am ehesten relevant, wo man es gar nicht behaupten würde, dass es relevant sein könnte, nämlich bei den kleineren Unternehmen auch. Ja. Es war nämlich viele, viele Jahre nicht so, dass so kleinere Unternehmen sich Data Science aneignen konnten oder sie dafür irgendwie vorgesehen waren, sondern es war das ganz große Thema für die ganz großen Firmen. Ich war einige Jahre in der BAWAG Big Data Officer und da war natürlich das ein Thema oder bei den ganz großen Unternehmen wie die Lufthansa und so weiter. Aber aus Zellengarden sehe ich, das ist auch ein Thema für ganz klassische Unternehmensformen, mehr und mehr durch und durch. Ja. Und es wird auch mehr in diese Richtung getrieben in letzter Zeit, denn eben die holistischen Ansätze von Lieferanten, also von verschiedenen Softwareherstellern, Cloud-Anbietern und so weiter, ist mittlerweile so umfassend, ja, dass man auch aus diesen unterschiedlichen, sag ich mal, Fassungen oder Vorstellungen, was Data Science sein könnte, trotzdem vieles möglich macht. Ja. Das ist manchmal auch ein Vorteil, dass nicht jeder unter Data Science dasselbe versteht übrigens. Also genau dann kommen auch gut interessante Use Cases zusammen, sehr viele unterschiedliche Ansätze und genau, das ist auch sehr vorteilhaft. Ich könnte aber auch zur Verwirrung beitragen, dass nicht jeder... Selbstverständlich, das ist die Herausforderung. Ja. Herr Buchleitner vielleicht, wo ist die Relevanz für das Unternehmen? Wir haben jetzt gerade gehört, ne, es ist für jedes Unternehmen, jeder Größe relevant. Was sind denn so Use Cases? Was kann man sich darunter vorstellen? Na, ursprünglich ja, als. Entschuldigung, bitte sehr. Herr Buchleitner? Ja. Ich wusste nicht, ob Sie mich meinten, ja. Wegen der Namensähnlichkeit. Ja, ursprünglich komme ich ja aus einem internationalen Konzern und die ersten Use Cases, die waren ganz klar im Fraud Management, im Fraud Detection, Massendaten, Big Data oder auch im CRM, im Kundenmanagement, wenn es darum ging, komplexes Kundenverhalten von 150 Millionen Kunden weltweit zu analysieren oder vorherzusagen. Das waren die ganz ersten Anwendungsfälle. Meine ersten Data Scientists haben dann mit R oder Python programmiert und haben da halt die Libraries verwendet, die dann sich so anbieten, ob das jetzt Profit ist oder Causal Impact und so weiter. Das waren die Anfänge. In meiner letzten Rolle in Berlin in einem Tech-Startup habe ich es dann gesehen von einem kleinen Unternehmen her, das von 20 Mitarbeitern auf 120 in einem Jahr gewachsen ist, wo eine irrsinnige Ambition da war. Und ich konnte in kürzester Zeit Data Science Teams aufbauen von 5 auf über 20 hinauf und da war die größte Challenge, die Rollen zu finden, die Rollen zu definieren. Ich hatte da die klassischen Data Scientists, wie sie aus dem Lehrbuch kommen, hatte aber dann meine Systemarchitekten und System Analysts, die Data Analysts und die alle zur Kooperation zu bringen und dazu zu bringen, dass sie vom selben sprechen, dass wir wirklich vom Entwickeln und Aufbauen der Data Pipeline bis hin der Extraktion der Informationen, daraus wirklich Wissen zu generieren und dann im Endeffekt mit dem Senior Management daraus wirklich Aktionen abzuleiten und Erfolgsmessung, das in ein orchestriertes Setup zu bringen, war dann eine wirklich große Challenge, wo ich gemerkt habe, da ist es eine Frage der Rollen, des Selbstverständnisses, der Sprachen, die Leute sprechen und da gibt es noch sehr viel zu tun. Mhm. Ronald, jetzt du, ich glaube, du wolltest dich vorher schon dazu schalten zur Frage der Relevanz. Aber nur auf die Frage zu antworten, das Schöne an kleineren Firmen und kleineren Projekten ist auch etwas, was mit bei Data Science gerade bei einem Passwort sehr wichtig ist, das ist Erwartungshaltung. Mhm. Weil große Unternehmen mit großen Daten haben sehr große Erwartungshaltungen und die werden dann sehr schnell enttäuscht, weil der Blackbox-Gedanke, der da irgendwie sich manifestiert hat in den Köpfen, voll durchschlägt und sagt, naja, dann werfen wir alle unsere Transaktionsdaten in ein Deep Learning-Modell und das wird dann schon allen Fraud entdecken. Das heißt, das ist dann natürlich ein kleineres Projekt, ein abgeschlossenes Projekt, wo sich dann eigentlich die Leute schon im Vorfeld der Definition des Projektes, auch natürlich, weil zum Beispiel das Unternehmensgeschäft kleiner ist, schon sehr viel mehr Gedanken über die Definition machen, dann wird das wirklich ein Erfolg. Also wir sehen das in unserem Data Science Lab für unsere Bachelorstudenten,
wo die Firmen manchmal das Gefühl haben, dass unsere Studenten vielleicht noch nicht genug Ausbildung haben und dadurch ausgehen, dass die Studierenden eigentlich, sagen wir mal, nichts zusammenbringen. Und durch diese, sagen wir mal, geminderte Erwartungshaltung ist die Projektdefinition eine andere und dadurch sozusagen bewirken die Studierenden oft Wunder, weil sie das natürlich dann gut lösen können. Mhm. Und deswegen kleine Brötchen backen, der Gewinn, und deshalb hat man als kleines Unternehmen einen Vorteil und als großes dann, wenn man dieses kleinere Brötchen backen verstanden hat. Mhm. Herr Kalam, du wolltest... Ja, kurz nur als Ergänzung, ich glaube, das passt ganz gut zu, denn bei den kleineren Unternehmen gibt es einen Startvorteil, würde ich sagen, weil sie ja die Datenerhebung am Anfang beeinflussen können, während die ganz großen Unternehmen eher mit Reverse Engineering beschäftigt sind, ja, sehr viele Daten von der Lufthansa, da macht man noch nichts damit, ja, und viele Datensätze versteht man auch noch nicht, ja. Auch im Bankwesen oder im Finanzwesen hat man das immer wieder gehabt, die Transaktionen schon und gut, aber für Fraudstar-Modelle beispielsweise hat man noch Drittdaten in Anspruch genommen, um die Modelle noch zu verfeinern, aber man wusste letztendlich vieles nicht und da geht viel Zeit rein. Und wenn es darum geht, okay, uns fehlen Datenfelder, dann geht wieder Zeit drauf. Wieso? Weil ja die Prozesse noch nicht so optimiert sind. Und bei den kleinen und mittleren Unternehmen ist es um einiges leichter, weil sie erstens ihr Ökosystem leicht aufbauen können, ja, und dann aber auch die Datenerhebung sehr schnell auf die Wege leiten können. Das ist auch ein Startvorteil. Und genau deshalb werden diese Ansätze ja bei den ganz großen Banken auch verfolgt. Ja, sie versuchen in Startup-Manier genau mit dieser Vorgehensweise in Data Science zu punkten. Sonst ist es de facto gar nicht möglich oder sehr schwer, eben gute Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Frau Paul? Ich denke, das Wesentliche ist bei jedem Unternehmen, das Data Science, wie auch immer es definieren möchte und wird, ist, dass es digitalisiert ist oder digitalisierte Prozesse hat. Wenn ich keine digitalisierten Prozesse habe, habe ich keine Daten. Mhm. Und ich denke mir, das sind schon Grundvoraussetzungen. Also ich brauche etwas, was Daten generiert. Sonst, wenn ich sozusagen ein Papier, also digital, ja, also natürlich auch analoge, es gibt Daten, kann man es unterschiedlich definieren. Aber Digitalisierung ist mal ein ganz wesentliches Momentum. Also ich brauche ein datengenerierendes Ökosystem, sonst brauche ich mich mit Data Science gar nicht beschäftigen. Und es gibt natürlich die ganz große Sorge, und das ist die ganz große Sorge, die ich immer wieder höre, vor allem von Marketeers, die Artificial Intelligence verkaufen. Ganz große Sorge, jetzt kommen wir in den nächsten Artificial Intelligence Winter. Naja, eh klar, warum? Wenn man drauf gekommen ist, dass vielleicht die Algorithmen sind super und die Maschinen können schon wirklich was, aber leider, wir haben keine Daten. Und es geht ja nicht nur um große Datenmengen, das ist das eine Thema, die sind teilweise aber Müll. Also wir haben sehr viel Datenmüll, sehr viel weißes Rauschen, dann kann auch sehr viele Data Scientists können dann dieses weiße Rauschen nicht so etwas verständlich machen, können sie nicht verstehen, weil es einfach so garbage ist. Das heißt, was die Unternehmen auch grundsätzlich mal bereichen, ist einerseits Digitalisierung und zweitens so etwas eine Data Governance. Also das heißt, sich auch mal anzuschauen, wie stelle ich Datenqualität überhaupt her und wie maintaine ich sie. Ja. Das ist etwas vielleicht das Learning, das wir aus unseren Projekten haben. Ich meine, eigentlich ist es trivial, könnte man sagen. Aber diese Trivialität führt halt leider dazu, dass manche Projekte nicht so glücken, wie sie eigentlich glücken sollten. Also die zwei Voraussetzungen würde ich sehen. Digitalisierung. Mhm. Gibt es noch andere Voraussetzungen, um eben Data Science Prozesse auch im Unternehmen einzuführen? Wir haben jetzt schon gehört von Frau Paul, ne, digitalisierte Prozesse, Data Governance, ein Ökosystem, das sich auch versteht, so ein bisschen die Wunderwutzis. Was sind noch Voraussetzungen? Naja, ich glaube, das hat der Kurt vorhin schon sehr gut angesprochen. Gerade im Data Science Bereich ist es auch eine Personality-Sache. Ja? Also ich kenne zum Beispiel einen Consultant, der gibt die Data Science Gruppenbildung basiert nicht auf fachlichem Hintergrund, sondern auf persönlichem Hintergrund. Er weiß, dass er zum Beispiel zwei Data Scientists nicht in ein Team geben kann, weil die sich gegenseitig nur sozusagen aufstacheln würden.
oder er weiß, dass einen gewissen Data Scientist nie zu einem bestimmten Kunden hinschicken kann. Das ist dann mehr diese Personality-Sache. Und zum Beispiel bei einem großen Unternehmen, die haben das auf die Spitze getrieben, die haben gesagt, es gibt in ihrem ganzen Unternehmen kein Team, wo mehr als ein Data Scientist dabei ist, weil sobald zwei dabei sind, hijacken die jede Gruppe. Das heißt, sobald man jetzt aber nur, sobald man die nur alleine lässt, dann wissen sie, dass sie sozusagen ein Zubringer sind, eine Zubringerin und nicht sozusagen das sozusagen darüber schweben. Also das heißt, ich muss auch ein genaues Auge darauf haben, wer wo an welcher Stelle sitzt. Das gilt ja nicht nur für Data Science, würde ich sagen. Herr Buchner. Zu Anmerkung, nämlich zu dem machen, was Sie, Herr Kalam, vorhin gesagt haben. Oder Sie haben es vorhin gesagt, die Wunderwuzi, weil ich habe eine Wunderwuzi beschrieben, aber die Wunderwuzi hatte eigentlich eine Schlussfolgerung gehabt, dass ich das nicht nur als Ökosystem bezeichne, sondern wir brauchen ein Team. Ja. Data Science lebt von interdisziplinären Teams. Miteinander können und wo ich wirklich genau definierte auch Rollen habe, und das stimme ich zu. Also, ich glaube, auch mehr als zwei Data Scientists im Team ist durchaus spannend. Challenging. Ja, es braucht ja Data Analysts, es braucht Data Engineers, es braucht Statistiker, vielleicht Linguisten, vielleicht Soziologen dazu, ja, Coding Know-how. Also eine sehr bunte Mischung eines Teams, um sich diesen Daten annähern zu können. Herr Buchner vielleicht, ne? Ist das vielleicht ein Fehler, den Unternehmen oft machen, dass sie eben nicht auf diese Diversität setzen, sondern auf ein Zugpferd? Kann sicher der Fall sein. Also ich denke schon, dass das auch passiert. Aber eine ganz wichtige Frage, die Sie vorher noch gestellt haben, war ja, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen. Und ich denke, dass man ganz, ganz am Anfang überhaupt einmal das Mindset in der Organisation haben muss. Das heißt, diese Bereitschaft, grundsätzlich einmal Datenquellen, Datensilos freizugeben und auch das zugehörige, das Kontextwissen, dieses Domänen-Know-how der Experten auch wirklich zugänglich zu machen für Data Science-Projekte und Teams. Das ist aus meiner Sicht einmal ganz essentiell. Und der zweite Punkt ist wirklich auch, diese neuen Ansätze zur Lösung von Problemstellungen, Herausforderungen zuzulassen. Was bedeutet das? Trial and Error muss auch möglich sein. Das muss tatsächlich auch im Mindset verankert sein, weil sich natürlich aufgrund der iterativen Vorgehensweise, man probiert etwas, man scheitert, man probiert wieder etwas, man sieht erste Erfolge und man arbeitet sich so zum Ziel durch. Das ist etwas, was unbedingt da sein muss. Und wenn das nicht da ist, dann wird es schwierig für Data Science Teams und Projekte. Verstehe. Ronald, vielleicht nochmal so ein bisschen zurück. Wo startet man denn jetzt für sich im Unternehmen? Mit einer Zielsetzung, mit einem Team, mit der Definition? Oder was sind so die ersten Schritte? Ich befürchte, das ist das geht auch schon in die Richtung, was der Klaus gesagt hat und was ich vorhin von der Personality gemeint habe. Man kann es wahrscheinlich nicht wirklich im Vorhinein erstens wirklich perfekt vorhersagen. Und das Zweite ist, dass man halt teilweise schon in einer Organisationsstruktur gefangen ist. Ja. Zu sagen, okay, ich kann jetzt nur ein eigenes Data Science Team aufbauen, auch wenn ich weiß, dass ich das eigentlich nicht will, weil ich das sonst so sehr abdriften. Kann zum Beispiel, wenn ich in einem Konzernunternehmen bin, gar nicht anders sein. Also das heißt, man muss da schon sehr kreativ sein und ist leider, das ist deshalb auch der Data Science Begriff misleading, weil wenn man, es ist ja auch in der Informatik, in Computer Science genauso, nicht? Also das heißt, sobald ich mein Textbook Knowledge jetzt vom Informatikstudium glaube, dass ich das anwenden kann, sehr, sehr schwierig. Das heißt, dieses Flexible, ich möchte jetzt nicht einmal ich das Wort agile, ja, aber leider in dem Zustand sehr treffend, anpassen sozusagen des Prozesses an meine Organisation, ist sogar in mittleren Unternehmen sehr, sehr wichtig. Herr Buchleitner, vielleicht so als Input, also wir haben schon gehört, es ist das Mindset wichtig, ich brauche diese Umgebung, agil, digitalisiert.
was würden Sie jetzt empfehlen? Was wäre so der nächste Schritt? Angenommen, ich habe dieses Mindset, ich habe diese Umgebung, ich habe die Diversität. Was wären so die nächsten Steps, um es ganz konkret zu machen? Also wenn ich aus meiner persönlichen Situation sprechen kann, war ich davon überrascht, dass ich in meinen letzten beiden Rollen und auch in meiner aktuellen Rolle als Leiter Business Intelligence geheiert wurde und einen sehr hohen Anteil an Data Warehousing an meinen Aufgaben, in meinem Aufgabenbereich habe, weil die Unternehmen immer mehr erkennen, man kann Data Science und AI, Machine Learning, all diese wunderbaren Themen nur betreiben, wenn ich die richtige Infrastruktur habe und wie auch die Frau Paul früher gesagt hat, die meine Daten unter Kontrolle habe. Und dass diese Themen in vielen Unternehmen noch immer so eine große Challenge darstellen, ist für mich wirklich eine Überraschung. Vielleicht, weil ich aus einem internationalen Kontext kam, wo man 10 Jahre investiert hat, um hier Master Data Management zu betreiben und das gerade zu ziehen und dann hier wirklich saubere Ergebnisse erzielt hat. Aber die meisten Firmen erkennen erst, wenn sie in die Data Science eintauchen wollen, dass ihnen viele Voraussetzungen fehlen. Und ich bin wirklich immer wieder überrascht, wie hoch der Anteil an Data Science Projekten ist, wo man sich mit Data Pipeline und den Daten beschäftigen muss, bevor man überhaupt beginnen kann. Und die Data Scientists, das sind dann immer wirklich die Gurus, die gehen sofort aufs Team zu und die wollen sofort tun und umsetzen und auswerten und Ergebnisse finden. Und dann kommen wir immer drauf, nein, es geht nicht, die Daten sind nicht da. Wir müssen uns mit den Systemarchitekten, mit den Data Engineers zusammensetzen, um das alles noch gerade zu ziehen. Und das große Thema für mich ist agiles Projektmanagement. Man muss sich in Projekte hineinbegeben, ohne zu wissen, wo es hingeht, am Weg rausfinden, was sind die Gegebenheiten, was muss ich tun. Und da sehe ich die größte Schwierigkeit. Die meisten Firmen betreiben agiles Projektmanagement, aber sie wissen nicht, wie es wirklich gehört und wie es wirklich funktioniert. Und sie machen viele Fehler im agilen Projektmanagement. Das wäre ein riesen Enabler zusammen mit dem Master Data Management, um Data Science wirklich nachhaltig und effektiv betreiben zu können. Mhm. Herr Kalam, ist das auch eine Überraschung für Sie? Nein, absolut nicht. Ich meine, die Dinge wiederholen sich, aber um jetzt mal ganz konkret zu sein, verfolge ich immer wieder den Ansatz von MVD und MVM sozusagen. Was bedeutet das? Der Minimum Viable Dataset, ein Minimum Viable Model Approach. Das heißt, um wirklich starten zu können, das habe ich eigentlich paradoxerweise nicht in der Wirtschaft da draußen gelernt, sondern eher im Astrophysikstudium, weil da sind die Quantitäten von Daten extrem. Und dort geht man eben so vor, auch mittlerweile natürlich bei den ganz großen Unternehmen, dass man wirklich sich mit machbaren Dingen beschäftigt. Ja. Und das schließt sich sozusagen sehr gut mit der agilen Vorgehensweise. Wieso? Denn wenn ich im Kleinen etwas versuche, mit 2, 3 Datenextrakte aus 2, 3 verschiedenen Silos, um mal etwas auszutesten, habe ich schon begonnen. Ja? Und wenn ich ein kleines Ziel habe, sprich ich möchte einfach eine Regel vorhersagen, ob der Kunde X oder Y macht am Samstag oder Sonntag, was auch immer, ja, im machbaren Bereich. Die Herausforderung ist bei den ganz großen Unternehmen, auch bei kleinen, dass sie sich zu viel vornehmen am Anfang. Das heißt, um zu starten, ist dieser MVD und MVM-Ansatz extrem interessant und gut und es funktioniert fast immer, denn da beschäftigt man sich noch nicht mit der Produktion. Das ist einer der letzten, sage ich mal, großen Baustellen von Data Science. Alles andere ist relativ aufgeräumt, toolseitig, technologieseitig. Aber wenn es um Produktionssetzung, Wartung von Datenmodellen, Instandhaltung geht, ist man noch sehr schwach aufgestellt. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, wie gesagt, im Kleinen. Wenn man im Kleinen startet, kann man auch eben diese agile Vorgehensweisen testen. Ja, ich habe eigentlich für einige Großbanken gearbeitet, darunter, wie gesagt, BAWAG erste. Und besonders in meiner BAWAG-Zeit haben wir aus 20 verschiedenen Abteilungen jeweils diese Datenrollen definiert, Data Owner und so weiter, ohne noch, bevor wir begonnen hatten, ganz große Data Science Modelle zu tun und versucht in diesem kleinen Rahmen diesen agilen Approach zu verfolgen. Ja? Das heißt, ganz große Unternehmen schaffen sowieso nicht, sich agil von heute auf morgen aufzustellen, sondern sie testen diese Dinge im Datenumfeld eher, weil dort es eher machbar ist, ja? Als Streamlit beispielsweise für Architektur, für Daten, Data Preparation oder Data Science kann man eben diese Hoheiten, diese Aufgabengebiete gut aufteilen und den Leuten aber auch einiges ermöglichen. Denn ganz, ganz gute Data Scientists habe ich sehr wenige gesehen im Leben bis jetzt. In den letzten 11 Berufsjahren habe ich sehr wenige davon gesehen, die gut auch waren und die auch leicht zu finden waren. Ich kenne nur Menschen wie meiner Wenigkeit,
Datenanalysten, BI-Experten, Datenexperten, die mit der Zeit sich gewisse Dinge angeeignet haben, mit gewissen Tools, die Statistik erlernt haben, die auch, so, sage ich mal, fit gemacht werden. Ja. Und deshalb finde ich diese agile Vorgehensweise sehr wichtig und das ist so einer der ganz großen, sage ich mal, Punkte, ja, worauf man Acht geben sollte, damit man eben als Organisation das Thema meistert und nicht wirklich so Insellösungen herstellt. Frau Paul, da habe ich eine Frage an Sie. Sie machen ja oder leiten einen wichtigen Bereich auch für die Sozialversicherungs GmbH in der IT-Service. Kann man sich da kleine Experimente, kleine Produkte und Fehler erlauben oder, und das höre ich oft in Unternehmen, muss man dann einfach viel absichern und viel schon planen und kann gar nicht so experimentieren, wie das jetzt auch empfohlen wurde? Mein erster Impuls war, nächste Frage bitte. Mein zweiter Impuls ist, oder meine Antwort ist, am Ende des Tages, warum beschäftige ich mich so viel mit dem Thema Governance auf der einen Seite und zum zweiten, ich leite ja auch den österreichischen Beitrag zur internationalen Standardisierung in Artificial Intelligence, also noch Cloud zugewachsen und auch das Thema der Programming Languages. Also wir haben sehr viel in das Thema Governance investiert. Also Risk, weil wir natürlich genau wissen, dass Projekte mit Datenarbeit bei uns in das künstliche, wir nennen es also eher Shared Service in Artificial Intelligence, dass diese Projekte dazu neigen, anders zu enden, als sie begonnen wurden, weil sie eben agil entwickelt werden müssen. Jetzt ist die Sozialversicherung ein gesetzlich geregelter Konzern. Das heißt, wir haben Themen natürlich mit den Vergaben. Also das heißt, wenn wir Entwicklungspartner haben, wie schreibe ich ein agiles Projekt aus? Das ist im Vergaberecht de facto noch nicht wirklich möglich. Es gibt zwar Instrumente, aber diese Instrumente sind noch nicht für agile Projekte geeignet. Also man kann da natürlich Festpreisprojekte machen und so weiter. Also ja, wir haben uns dadurch abgesichert, indem wir Festpreisprojekte ausgeschrieben haben, indem wir sehr viel investiert haben in das Thema der Governance und des Risk Managements. Und in diesem Rahmen, den wir hier gelegt und gesetzt haben, experimentieren wir natürlich auch. Aber in einem sehr klaren und eng gesetzten Rahmen. Ja. Gut. Herr Buchner, wir können Sie ja leider nicht sehen, aber wir haben Sie nicht vergessen. Sehr schön. Aber Können Sie uns gut hören? Ja, ja. Also ich denke, was ist wichtig, um zu starten? Das Mindset haben wir schon besprochen. Der nächste Schritt, wenn die Bereitschaft grundsätzlich verankert ist, ist die, dass man sich tatsächlich auch überlegt, wenn ich Data Science einsetzen möchte, dann muss man genauso wie bei anderen strategischen Initiativen definieren und erarbeiten, was man wie, warum und unter welchen Rahmenbedingungen erreichen möchte. Worauf richtet sich der Fokus? Wenn die Strategie jetzt ist, wir wollen das komplette Unternehmen auf Data Science umkrempeln, ist es sehr weit gegriffen. Ja. Die Frage, inwiefern man da Erfolge messbar machen kann, beziehungsweise ob man tatsächlich dann auch die richtigen Schritte setzt. Also das wäre sozusagen der Einstieg. Und wenn man das einmal definiert hat, gibt es genau zwei Punkte, wo man einsteigen kann oder sollte. Das eine sind die Pains, also die Schmerzen, die es in Organisationen und Unternehmen gibt, zu hinterfragen, zu verstehen. Und natürlich auch im Kontext der Daten zu projizieren. Und selbiges gilt auch für die Gains. Ja. Also nicht nur das, was nicht funktioniert und wehtut, sondern auch das, wo man sagt, da sind wir schon gut. Oder könnte man eigentlich noch besser werden? Und wenn man beides im Hinblick auf die Daten projiziert, hinterfragt, versteht, dann kann man natürlich einsteigen und Akzeptanzkriterien auch definieren. Und das ist ja dann auch am Ende aller Tage die Voraussetzung, überhaupt das Ganze in Projekte gießen zu können und damit auch gewisse Eckpfeiler einzuschlagen, um Data Science Projekten auch wirklich eine Chance zu geben, über die Laufzeit auch Ergebnisse zu liefern. Okay. Also klingt jetzt sehr klassisch, ist es wahrscheinlich auch, aber am Ende aller Tage ist es sehr ähnlich zu dem, was man sonst im Bereich der IT-Projekte auch kennt.
Dank. Wir haben jetzt eine erste Frage aus dem Chat. Vielleicht, Ronald, möchtest du dann starten mit der Beantwortung? Wenn man ein kleines Unternehmen ist und nicht die Ressourcen hat, ein Data Science Team zusammenzustellen, kann man trotzdem ein sinnvolles Data Science Projekt starten? Oder, das ist jetzt mein Zusatz, soll man es dann lieber lassen? Naja, da würde ich schon eine kleine Aufwandertragsrechnung, also nicht konkret, aber doch strukturell andenken. Das heißt, wenn man sich dessen bewusst ist, zum Beispiel in einem Bereich ist, wo man sieht, dass mittlere und große Unternehmen, die eine Data Science Abteilung haben, tatsächlich genau diesen Prozess optimieren können, dann auf jeden Fall. Das heißt, wenn man jetzt in einem Bereich ist, wo es überhaupt keine Case Studies gibt, wo es keine Cases gibt, dann ist es schwierig, weil da dann doch dieser Research Science Aufwand wahrscheinlich zu groß ist. Also eine der originellsten Aussagen, die ich von einem selbsternannten Data Scientist in einer Bank einmal gehört habe, war, er hat gesagt, na, eigentlich macht ihm sein Job Freude, nur das Problem ist, dass er nicht jeden Case, den er kriegt, von seinem Vorgesetzten in Google findet. Das heißt, das ist dann tatsächlich, es gibt solche Google Stack Overflow Data Scientists, die am Ende des Tages nach dem entsprechenden Code suchen und den dann anwenden. Und wenn das möglich ist, ja, wenn man das strukturell spürt, dass das in dem Bereich möglich ist, dann kann man das natürlich auch als kleines Unternehmen wahrscheinlich heutzutage, weil der Anteil an Menschen, die das können heutzutage, größer wird, doch günstig durchführen. Mhm. Herr Kalam, da wollten Sie auch... Ja, aus meiner Sicht... Ui, jetzt können wir Sie nicht hören. Einen Moment. Wir versuchen es gleich zu lösen. Ja, sollte wieder klappen. Also, so, jetzt hört man mich wieder. Alles klar. Ja, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, dann sollten Sie sich auf alle Fälle mal die Ziele definieren. Ne? Was wollen Sie denn durch Data Science? Denn meistens möchte man entweder, sag ich mal, eine bessere Grundlage für Entscheidungsfindungen herbeiführen durch Data Science. Das ist Punkt 1 aus meiner Sicht. Punkt 2 ist eher tendenziell bei den größeren Unternehmen Prozessoptimierungen, Automatisierungen von Prozessen, Digitalisierung als solche sozusagen. Und der dritte Punkt ist Wettbewerbsvorteile. Wenn Sie das dritte wollen, gleich ohne die ersten zwei Punkte wollen, dann sollten Sie sich auf alle Fälle mehr Geld in der Sache investieren, aber sonst denke ich, durch die klassischen finanzierbaren AutoML-Lösungen, wie beispielsweise Data Robot, da schauen Sie drüber, bitte, denn da können Sie sich Abhilfe auch holen. Ganz, ganz interessant ist für mich zu sehen in letzter Zeit, dass Kleinunternehmen viel mehr mit der akademischen Seite kooperieren. Das heißt, sehr oft solche Entitäten wie WU Executive Academy oder es gibt ja auch verschiedene FHs, die sehr oft so Studenten bereitstellen. Ja, einer dieser Forschungsstellen in Österreich ist das sogenannte No Center, womit ich immer wieder kooperiert habe. Das heißt, Sie können als Kleinunternehmen dort eben von einer zentralen Förderstelle gewisse Personentage, Manntage, sage ich mal, von Data Scientisten herholen oder erkaufen, damit sie gemeinsam ein Produkt entwickeln. Also es gibt Hergehensweisen, verschiedene Arbeitsmodelle, da müssen sie sich eben zuerst mal Gedanken über die Ziele machen und dann mit einer Machbarkeitsanalyse, sprich, was ist die finanzielle Hürde, sage ich mal, oder was ist der Investitionsaufwand etc. etc. und dann eben diese Machbarkeitsanalyse machen und für sich dann entscheiden. Ich würde aber hingegen raten, dass Sie sich selber damit beschäftigen. Ja, also, dass Sie sich grundsätzlich mal mit der Datenanalyse beschäftigen am Anfang, ja, sagen können oder herausfinden können, warum Dinge passieren, ja, oder passiert sind in der Vergangenheit. Das kann man mit klassischen analytischen Ansätzen recht gut oder schnell, sage ich mal, beantworten und dann sich sukzessive weiterentwickeln. Und wenn Sie die Zeit dazu gar nicht haben, dann müssen Sie einige Puzzlesteine, sage ich mal, dazu bauen und schauen, dass sie da weiterkommen. Aber ich habe bis jetzt keinen gesehen, der deshalb aufgehört hat übrigens. Also nicht aufhören, weitermachen. Dann sehr gut. Der Ali angemerkt hat, ich wollte ja keine Werbung für irgendwelche Unternehmen machen, aber wenn schon erwähnt ist mit Data Robot, kommt man schon sehr weit. Also das heißt, das Excel-Sheet von seinen Daten halbwegs säubern händisch als kleines Unternehmen und dann auf
Datavod oder natürlich Mitbewerber raufschicken und man bekommt schon einen sehr guten Eindruck von dem, was man erwarten kann. Also diese AutoML-Tools werden tatsächlich immer besser und besser und geben einen sehr, sehr guten Eindruck, ob ein Ergebnis überhaupt in den, auch wenn es ein kleiner Geschäftsprozess ist, in den Geschäftsprozess wieder reintegrierbar sind. War nur ein Beispiel, mir ist schnell eingefallen vom letzten Projekt. Und ich finde das Produkt auch. Vielleicht es gibt viele andere Lösungen. Vielleicht, wir haben jetzt noch so ungefähr eine Viertelstunde und ich würde jetzt ganz gerne hinschauen auf ein konkretes Praxisbeispiel, wo Data Science geholfen hat oder überhaupt zur Lösung beigetragen hat. Fällt Ihnen da etwas ein? Diese Frage geht an Sie, Experten, Expertinnen, aber gerne auch an unsere Zuhörerinnen, gerne im Chat-Modus aufzeigen oder Fragen stellen. Aber vielleicht mal an Sie, liebe Expertinnen, gibt es ein Praxisprojekt, wo Sie sagen, ja, genau das ist das Data Science Projekt? Ich kann gleich beginnen, denn heuer im Sommer ist es einiges ruhiger, aber wie wir sozusagen es aus den vergangenen Nicht-Krisenjahren kennen, ist der Flugplan bzw. ist die Situation im Sommer in allen Flughäfen Europas drastisch. Das heißt, es kommt zu vermehrten Verspätungen, Cancellations und so weiter. Das ist einer der größten Herausforderungen im Aviation, würde ich sagen. Wieso denn als Airline möchte man eben die möglichen Verspätungen oder Cancellations vorhersehen und vorhersagen können. Ja? Denn es gibt viele verschiedene Faktoren, wie sehr klassisch das Wetter, aber die besondere Flugverkehrssituation beispielsweise in London oder Tel Aviv und so weiter. Also Dinge, die man weiß und beeinflussen kann und viele Dinge, die man nicht weiß und nicht beeinflussen kann, wie ein Reifenplatzer. Ja, so, das heißt, all diese Komponenten, ja, wenn man mehr und mehr Datenspalten betrachtet, in Modellen einbaut, ist hier vieles möglich und da sind sehr viele Projekte in der Lufthansa in Produktion, wie eben Verspätungen vorhersehen oder Baggage-Handling-Themen mit Predictive Maintenance besser handhaben lassen und so weiter. Ja. Das ist halt ein ganz konkretes Beispiel, wo eben Data Science super hervorragend funktionieren muss eigentlich, weil ja die Daten vorhanden sind. Im schlimmsten Fall hat man gewisse Datensätze nicht, aber trotzdem ist da, wenn man etwas macht, ist schon eine Verbesserung in Sicht. Das ist das Gute dran, denn wir leiden dermaßen darunter. Jeder, der auch als Kunde, der weggeflogen ist, nicht nur von Wien, sondern Frankfurt oder wo auch immer in Europa, weiß, in den Sommermonaten ist es eine Katastrophe. Und es wird uns wieder hoffentlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr weiterverfolgen und die Modelle können jetzt gedeihen und sich weiterentwickeln lassen. Also das ist so ein Projekt. Ja. Mhm. Vielen Dank. Herr Puchner, vielleicht haben Sie ein Projekt ganz konkret? Ja, beziehungsweise noch ein spannenderen Aspekt ist nämlich auch der, dass man den Wertbeitrag von Data Science nicht nur am finalen Projektergebnissen messen kann, sondern auch daran, wie das Unternehmen an den Erkenntnissen von während des Projektes profitiert. Das heißt, wenn man im Zuge des Projektes diese datengetriebene Sicht etabliert werden, und das ist ein persönlicher Erfahrungswert in Zusammenarbeit mit meinem Team und dem Fachbereich, werden sehr oft die neuen Perspektiven durchaus wohlwollend auch angenommen und ermöglichen auch auf Seiten des Business Umdenken bzw. völlig neue Sichtweisen auf die Daten. Und bei uns war es eben auch so, dass wir aufgrund eines internen Forschungsprojektes zum Thema Natural Language Processing auch ein Modell entwickeln konnten, das auf einem Dataset natürlich basiert, das bei uns in-house auch existiert. Und mit diesem Nebenprodukt aus unserer internen Research konnten wir im Fachbereich bei einem Implementierungsprojekt einer großen Softwarelösung auch helfen, massiv Zeit zu sparen. Warum? Weil wir Insights aus den Daten raus generieren konnten, die ansonsten mit sehr, sehr hohen manuellen Aufwendungen in der Konzeption dieses Softwareproduktes bei der Einführung erforderlich gewesen wären. Also das heißt, man kann den Erfolg und den Wertbeitrag aus meiner Sicht nicht nur am finalen Projektergebnis messen, sondern auch daran, welche Mehrwerte man entlang des Weges fürs Unternehmen generiert
wenn man zum Beispiel den Aspekt eben auch berücksichtigt, dass man diese datengetriebene Sicht etabliert und auch den Stakeholdern hilft, aus der eigenen Denke auch mitunter ein bisschen auszubrechen. Mhm. Vielen Dank. Frau Paul, Herr Buchleitner. Ich bin da so, also wir haben ja ein ganz großes Projekt, das ist die die Teilautomatisierung der Wahlarztabrechnung. Also das heißt, wenn Sie bei einem Arzt sind, der keinen Kassenvertrag hat und danach das Einreichen bei Ihrem Versicherer, sei es die ÖGK, sei es die SVS, wer auch immer, dann passiert ja etwas damit. Und wir teilautomatisieren diesen Prozess gerade. Also zum einen haben wir natürlich große Anforderungen, weil es erst Quellen gibt, über die solche Rechnungen eingereicht werden können. Wir haben extrem große Herausforderungen damit, dass es keinen standardisierten Prozess von Seiten der Ärzte gibt und keine Formulare, sondern das wird zwischen handschriftlich, freihändig, kreativ, diagnostisch eingereicht. Also da gibt es die buntesten Möglichkeiten, wie eine Diagnose sein kann, was uns vor große Herausforderungen stellt. Und gleichzeitig anschließend das, was der Herr Buchner gesagt hat, was sich schon verändert, ist die Sicht des Konzerns auf die Daten und ihre Qualität. Weil jetzt so richtig klar wird, das ist, wie wichtig eine Standardisierung ist, wie wichtig Formate sind für Einreichformulare zum Beispiel, ja? Wie wichtig Online-Kanäle sind, wie wichtig es auch ist, sozusagen jetzt kommen wir zum Backend, Klarheit darüber herzustellen, welche Backend-Daten ich wirklich in welcher Qualität brauche, um dann, wenn wir jetzt einmal sozusagen den ersten Teil des Prozesses aufgeräumt haben, nämlich wir können jetzt die Entitäten erkennen, wir wissen, das System kann damit umgehen und dann muss es aber an Backend-Systeme, Master Data, angebunden werden und dann sehen wir auch, in welchem, wie die Systeme wirklich, in welchem Status sie sind und wo wir noch ein bisschen was tun müssen. Also was sich zu etablieren beginnt, und das ist in der Tat ein Wertbeitrag, ist eine Datensicht, eine Sicht und auch die Notwendigkeit, auf diese Daten zu achten und die Qualität zu sichern. Und das erlebe ich eigentlich. Also da ist eigentlich der höchste Beitrag aus meiner Sicht zurzeit aus diesen, also abgesehen davon, wir sparen natürlich wahnsinnig viel Zeit in Sachbearbeitung und auch für Sie als Versicherte. Aber das ist schon einmal ein sehr hoher Beitrag, dass diese datengetriebene Sicht sich zu entwickeln beginnt und Datenqualität zu einem Wert wird. Wie sehen Sie das, Herr Buchleitner? Und haben Sie ein... Ui, jetzt ist er weg. Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Ja, perfekt, wir können Sie hören. Herr Buchleitner, okay. Haben Sie ein Praxisbeispiel für uns? Und was sagen Sie zum Datenmüll oder zur Datenqualität? Ja, also bei uns ist ein großes Thema in der produzierenden Industrie die Vielzahl an Standorten und auch Produkten. Wir haben über 500.000 verschiedene Produkte. Sie können sich vorstellen, da ist Komplexität drinnen. Gar nicht so sehr Big Data im Sinne von vielen Daten, aber eben unstrukturierte und große Datenmengen. Das mit der ganzen Logistik ist natürlich unter dem Schlagwort Industrie 4.0 und IoT hochgradig interessant. Hier werden massivste Potenziale erkannt in der Gruppe und hier wird sehr viel vorbereitet, um dort hineinzugehen. Aber es gibt eben die großen Vorbereitungsprojekte, die hier die Daten erst einmal vorbereiten sollen. Wenn ich nach hinten blicke, in meiner Zeit noch im B2C-Bereich, war immer Marketing ein wunderbares Thema. Stellen Sie sich vor, Sie geben Hunderttausende Euro jedes Monat für Digital Marketing auf. Das Marketing-Team kommt gar nicht nach, neue Social-Media-Kanäle zu launchen und plötzlich geht Ihr Geschäft nach oben und Sie wissen aber gar nicht, welcher Ihrer Segmente treibt denn das. Und da habe ich dann zum Beispiel kurzfristig auch Data Scientists geholt. In der Technologieszene in Deutschland geht es sehr viel auch über Freelancing, sehr kurzfristig. Und was hier mit einfachsten Methoden, wirklich, wie man sich's vorstellt, mit R und Python und bestimmten Herangehensweisen in kürzester Zeit analysiert werden kann, was hier wirklich treibt oder nicht treibt und Erfolg verspricht, ist schon beeindruckend. Aber die große Frage ist dann immer, wie gehen Sie von diesem handwerklichen, von dieser handwerklichen Data Science in ein wirkliches Datenprodukt, in ein Insights-Produkt oder in einen, in
Wie entwickelt man die Intelligent Enterprise? Was ist Continuous Intelligence? Also der Weg von der Business Intelligence, in der ich jetzt 20 Jahre war, in die Intelligent Enterprise und in die Continuous Intelligence geht für mich über die Data Science und ist dann aber auch eine Frage, wie organisiere ich das im Unternehmen? Wie organisiere ich meine Datenplattform? Den Insights Creation Process und wie kann ich wirklich ein Daten- und Insights-Produkt, das zuverlässig und kontinuierlich dann liefert, in der Organisation bilden, und da sind wir in einem großen Org-Thema dann, glaube ich, drinnen. Mhm. Vielen Dank. Ronald, vielleicht kannst du, jetzt haben wir sehr viel gehört, was man machen soll, was man nicht machen soll, worauf man setzen soll. Kannst du uns vielleicht nochmal so zusammenfassen, so als Wrap-up, so einen Fahrplan geben, wie man vorgehen soll und auf was man achten soll, ganz kurz, so eine Checklist. Also ich glaube, dass es sehr schön ist, was Kurt und Klaus jetzt gesagt haben, Kurt am Anfang und Klaus jetzt noch einmal zu formalisieren. Wird ja dann einfach gesagt, dieses wissenschaftliche Denken und dieses zum Beispiel bis hin zu das Problem der Firma als Forschungsfrage zu spezifizieren und Hypothesen aufzustellen über meine Daten, das ist schon etwas, was sehr hilft, auch wenn man es nur rudimentär macht. Das heißt, wenn man von seiner Wolkenidee eines ganz abstrakten Ziels doch konkret wird. Ich glaube, das Zweite ist dieses Side-Product und nicht nur Side-Product, sondern teilweise man durch das Data Science-Projekt, mit dem man glaubt, jetzt sein Ziel zu erreichen, plötzlich draufkommt, einfach nur versteht, was ist denn alles falsch, beziehungsweise was brauche ich wirklich, beziehungsweise wollte ich überhaupt das wissen, was ich wissen wollte. Das heißt, man sieht dann Projekte, die rechnen dann monatelang herum und kommen drauf, dass das, was sie eigentlich wissen wollten, einem ganz einfachen linearen Gesetz folgt, das im Nachhinein betrachtet eh klar war, aber sich daraus, aus diesem ganzen Prozess heraus, aus diesen ganzen Schritten, die notwendig waren, sich dann herauskristallisiert hat, was brauche ich wirklich, was will ich wirklich. Und ich sage immer, wenn man das Einzige, was man auch braucht, ist ein wenig Geduld. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was den meisten Unternehmen sehr wehtut. Das heißt, ich brauche eine Lösung in 2 Monaten und dieses nur durch die Anschaffung von noch mehr GPUs oder TPUs glaubt zu erreichen, ist irgendwie das Schwierige. Das heißt, wenn man sagt, ich muss einfach jetzt beginnen und der Prozess, dieser Weg wird mich dann auf den wahren Weg führen nach einer gewissen Zeit. Das ist, glaube ich, etwas, was man immer im Hinterkopf behalten muss und sich auch sehr gut deckt mit allem, was wir von allen PraxisteilnehmerInnen gehört haben. Mhm. Vielen Dank. So eine ganz, ganz kurze Schlussrunde würde ich gerne machen. Eine letzte Frage an Sie, Expertinnen, und zwar gibt es etwas, ein Learning, ein Fehler oder Fettnäpfchen, in das Sie getappt sind und das Sie jetzt unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben würden, was man vielleicht auslassen kann als Fettnäpfchen? Frau Paul, da Sie pünktlich weg müssen, vielleicht möchten Sie starten. Gab es ein Learning, ja, ein Fettnäpfchen? Erwartungsmanagement ist das Entscheidende. Mhm. Also die Entzauberung dessen, was wir hier tun. Ja, diese Idee bei den Kunden, dass wenn wir jetzt mit Daten arbeiten können, mit künstlicher Intelligenz, dann passiert etwas Magisches. Das Magische passiert manchmal, aber eher als Side-Effekt. Ja? Also es geht im Wesentlichen darum, wirklich bei dem Kunden auch klarzustellen, was wir leisten, was wir als Data Scientists leisten können. Mhm. Vielen Dank. Herr Kalam, gibt es ein Learning? Ja, also was ich aus meiner Sicht sagen kann, ist, Data Scientists und Datenspezialisten sich permanent irren und sukzessive an einer gewissen Lösung heran, sage ich mal, wachsen. Ja. Wir irren uns empor sozusagen und der
ist es wichtig, die nötige Flexibilität einfach mitzubringen, dass nicht nur organisatorisch, sondern auch von Erwartung, Zielsetzung her, so, sag ich mal, die nötige Flexibilität und Weiterentwicklungsmöglichkeiten mitzubringen, damit man erfolgreich wird. Jedes Mal, wo es nicht gegeben war, wo diese Rahmenbedingungen nicht gegeben waren, bin ich gescheitert und auch sonst wird jeder scheitern daran. Das heißt, diese nötige Flexibilität ist wichtig. Mhm. Dankeschön. Herr Buchleitner. Wie der Herr Kalam auch gesagt hat, klein beginnen, iterativ vorgehen, wirklich klassisches, agiles Projektmanagement hilft hier. Und diese Fachsprache vermeiden. Lassen Sie einen Data Scientist nicht präsentieren, es versteht Sie im Management dann niemand. Sprechen Sie eine Business-Sprache. Rigorosität und Wissenschaftlichkeit in der Arbeit, aber in der Präsentation der Ergebnisse vermeiden. Ja. Verstehe. Herr Puchner. Ja, ich schließe mich da den Kollegen an. Und ja, vielleicht nur ganz allgemein, ja, es ist wie in jedem anderen Projekt, auch in Data Science Projekten, ganz wichtig ist immer darauf zu achten, what I mean und what I say. Das heißt, das ist ja schon gefallen, ja, wenn ich quasi meine Data Scientisten und den Fachbereich zusammenbringe und meine Platform Engineers, immer darauf achten, dass man wirklich nicht aneinander vorbeispricht. Das kann ganz schnell passieren. Dass man woanders ist, oder? Ja, genau, richtig, richtig. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind time-wise aus Zeitgründen schon am Ende angelangt, obwohl es super spannend ist und ich glaube, wir hätten jetzt noch 2 Stunden weitersprechen können. Vielen Dank an Sie, liebe Experten, liebe Expertin. Frau Paul musste schon gehen, aber dennoch ein großes Danke. Und damit übergebe ich wieder an LSZ und ja. Super, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich erstmal bei den ganzen Experten, die heute mitgewirkt haben, recht herzlich bedanken. Auch bei den ganzen Teilnehmern. Und gerade zu den Teilnehmern möchte ich sagen, sollten Sie Interesse haben an Data Science Management, dann weiß ich ganz genau, dass die WU Executive Academy am 14. Oktober ein neues Programm starten wird. Da können Sie sich gerne mal umgucken oder vielleicht direkt Frau Patter-Drechsler diesbezüglich ansprechen. Und Anmeldeschluss, wenn ich mich nicht täusche, ist Ende September. Gerne möchte ich aber auch jeden einzelnen Teilnehmer mal persönlich begrüßen dürfen. Und darum wollte ich nochmal sagen, dass am 22. September in Wien erneut die Data Business Forum stattfinden wird. Und ich würde mich sehr freuen, Sie heute als Teilnehmer dann auch im September wieder begrüßen zu dürfen. Von mir ist das alles. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei allen. Und ich wünsche jedem noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Danke.